Herzlich willkommen zur Weiterfahrt, gerade noch im Marsch. Wir werden jetzt unsere Fahrzeuge zurückfahren und dann werden wir gleich beim nächsten Tour ein Fahrzeug mit Düngerstreuer mit hernehmen und leicht düngen lassen. Und dann fahren wir den Rest zurück, werden alle schön die Warte durchführen und waschen. Ist ja mittlerweile schon ein bisschen kaputt. Dann muss man ganz kurz schauen, was die anderen Dinger sagen. Tiere vor allen Dingen. So. Schweinestall. Ja, Stroh. Wasser muss gemacht werden. Und Futter. Milchhof. Ja, muss auch gemacht werden. Wasser und Futter. Schweine werden wir heute umstallen. Das müsste jetzt reichen, all diese kleinen Tierchen überbringen. Das machen wir heute. Und was macht das Reifegrad aus? Reifegrad. Mal gucken mal hier kurz. Und zwar geht um 3 und um die 19. Ob das reif ist. Ist noch nicht reif. Also, ja, also häckseln würde schon gehen. Rein in letzte Stufe. Aber das ist ja heute nicht so wichtig. Das ist erstmal die Maschinen zurück und die Tiere versorgen. Als erstes werden wir den zurückfahren, den Traktor. Beides waschen und reparieren. Und dann werden wir sofort einen Düngeranhänger nehmen, den Dünger aufsammeln, der im Hof rumliegt. Und dann werden wir gleich das Feld Nummer 36 düngen. In der Hoffnung, dass nochmal nochmal wächst, dass wir nochmal einmal das machen können. Weil für die Aussaat ist das noch zu früh. Und dann werden wir das entsprechend versuchen nochmal zu mähen. Dann haben wir noch Stroh auf Feld Nummer 12. Das werden wir auch noch in Schwung bringen, dass er da einsammelt. Und zum Lager bringt. Oder mal gucken auf 2, ob das schon fertig ist. Ja, auf 2 liegt nochmal Stroh. Wo wollte ich da hin? Ah, ich wollte Stroh wegbringen. Okay, das können wir auch noch machen. Stroh Richtung Pelletsfabrik. So einfach stehen gelassen. Na, aber nicht so feine Art hier. Den Winter schön verkaufen können, können wir die Heizung schön anwerfen. Wie sage ich jetzt, wir werden jetzt mal machen wir zuerst mal Strom und Gang kriegen, ne? Dass wir Feld 2 leer bekommen. Kacken wollten wir auch noch. So, wo ist der mit Stroh? Tiere sind ganz wichtig, dass die auf heutigen Tage was bekommen. Noch haben sie genug Futter. Und dann mal sehen. Da steht er ja. Meldet sich auch nicht der Bruder. Ja, hier ist Stroh nicht weniger geworden. In Thüringen war Regen gewesen und da war der Stroh plötzlich nicht weg, aber nicht mehr lohnenswert zum Einsammeln. Er ist noch. Im Modus, das passt, das ist gut. Schon mal viel Arbeit eingespart. Gehen wir in Sprintmodus. Fahren wir gleich mal Stroh ins in die Fabrik. Bad haben wir auch gleich mal noch früh. Im besten Wasser. Aus Norden. So. Hier, Prosit! Prosit! So.
Das ist nur bei der 1.3. Dann kommt mir die 1.4 und dann ist das weg. Also schön einrahmen. Aber von 1.4 weiß ich noch nichts. Er lag ja zwischen Weihnachten und Neujahr flach. Eine kleine Magen-Darm-Verstimmung. So. Hauptsache, er hat nachts genug gearbeitet. Jo, Stroh war noch genug da. Dann haben wir nicht verkehrt gemacht. Ist ja meine Sorge mit 30 Spielen, dass wir da entsprechend die Lager leer sind und dann die Dinge umsonst arbeiten, aber da ist ja noch genug Luft da. Und das wäre dann gut. Dann wäre das so, ne? Wir werden es überleben. Jetzt verkaufen wir sowieso nichts. Im Sommer, der heizt dann jetzt, ne? Höchstens mit warmem Wasser. Paletten sind auch genug da. Wir müssen nur vom Lager rausnehmen, dass der andere nicht gleich wieder schreit, Lager ist leer, ne? Ja, Dünger streuen. Das nächste Feld herrichten für Strom sammeln. Also wir haben genug Arbeit. Also kein Mais heute. Immer ein nach dem anderen. So, schön rechts fahren. Von innen. Innen ist besser. Das könnte zwar auch Autodrive fahren, aber ich sag mal so, dann müsste man ein kleineres Fahrzeug nehmen, weil er dann die Kurven besser kommt. Ich fahre lieber den großen. Doppelt gespannt. Na, Weizen nicht. Für gewisse Dinge muss man extra Lager haben. Karotten zum Beispiel. Wir haben ja fast Stroh raus, ne? Wie gesagt, 12 kommt noch und die 2 ist auch nicht fertig. Dann müssen wir noch auf Feld Nummer 14 kalken. Also uns geht die Arbeit nicht aus. Gut, können wir noch stehen lassen. Machen wir aus. Ja, kalken ist gut. Kalken kann er auch. Hey! Dach Kumpel! Nicht leer, nicht voll. Hat aber Geld alle. Okay. Machen wir hier mal sauber. Nehmen wir ganz stark an, dass wir noch mehr Grasfelder haben, die dann bald fällig werden. Aber immer einer am anderen. Und da lassen wir immer einen mähen und einen im Anschluss dann pressen. Und wie gesagt, das ist ja so, dann müssen wir auf einspielen, sonst haben wir ja Heu. Und Heu ist eigentlich nicht mein Wunsch, weil wir das genug haben. So, reparieren. Wir
Schon wieder 10 Tage hier auf der Karte. Boah. Wahnsinn. So. Den werden wir erstmal auf gut Deutsch irgendwo hinstellen. Weil ich das Gefühl, den brauche ich bald wieder. Fahren wir unter der Halle, der Lagerhalle. Ins endgültige Lagerplatz kommt er dann später. Wenn wir nicht mehr brauchen. Soll immer einen Düngersteuerwagen nehmen? Den großen noch Möglichkeit. Wie gesagt, Schwatten lohnt nicht. Da haben wir einen großen, zwei Achsen. Kriegen wir das hier ein bisschen aufgenommen. Die anderen sind noch im Acker. Machen wir noch Zeug holen. Das werden wir auch noch in den Griff kriegen heute. Oder zumindest die nächsten Tage. So, mal schauen wir hier. Dessen können wir ja. Ach nee, das lohnt sich jetzt nicht. Ich bin schon wieder fertig. Die Dinger haben wir nur 2000 Liter und das ist eigentlich schon erledigt. Können wir die Wiese nochmal düngen? In der Hoffnung, dass noch einmal Gras nachwächst. Wenn wir einmal Regen kriegen. Obwohl die Gräben sind ja noch voll, ne? Wenn Wasser genug da sein. Ne? So. Das ist ja auch bares Geld, ne? Dünger kostet ja nicht gerade wenig. Wenn man es kaufen muss, ist es teuer. Und unser Konto sagt aus, ne, ist nicht. Also wir haben noch viel vor. Also Schweine müssen umgestaltet werden. Jo. Gut, wenn Dünger mal läuft, dann läuft er, ne? Oh, klingelt Telefon. Pause. So, geht weiter. Wir laden was auf. Und dann haben wir die Folge auch geschafft. Das muss ich halt nachher zusammenschneiden. Dann werden wir noch den Kalkstreuer losfahren lassen und dann ist Ende für heute. Ende Gelände, wie schön heißt. Und dann mache ich erstmal Kaffee. Ja, und ihr selig auch. Zur richtigen Zeit, wenn die Folgen kommen. Und wir haben gleich auch mit dem aufgeräumt hier. Gut. Ich habe beinahe I gedrückt. ausmachen. Aussteigen und schnell zum anderen Traktor laufen und den Kalk losfahren lassen. Oh, Staub ist da. So. Auf zum Feld Nummer 14. Da können wir gerne Quellfeld einfahren, weil ist ja unser Land, ne? Und ist ja Ebrach und die Fahrzeuge haben eh keine Auswirkungen auf den Acker wegen der Ernte. So, angekommen. Bei starten.
Kursgenerierung 14. Lass ihn. Ich habe 14 gekauft. 2, 18 Meter, das sind 19,5. Zurück und einstellen. Wir springen mal raus, bevor er uns einsaut. Einen markierten Punkt, der Sauhund. Ja, der erste Wegpunkt ist dann besser in der Beziehung, weil er nimmt den nächstliegenden Punkt und das ist der andere gewesen. Dann wäre die äußere Bahn, die erste Bahn gar nicht gemacht worden. Schlecht. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Auch für die kurze Brechung, möchte ich mich kurz entschuldigen. Dann seid mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, und dann sieht sich dann vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.